So, ihr Lieben, da sind wir wieder hier in der Trophäenhütte und hier in unserem Hirschfeldenraum sind ja noch jede Menge Plätze frei. Drücken wir mal V. Jawohl, hier ist dieser Ansichtsmodus für den Ausbau. Und hier passen ja noch einige. Hier war, glaube ich, ein Rothirsch. Genau, hier war die Rothirschgalerie. Aber auch hier an den großen Plätzen so ein mächtiges Geweih. So ein mächtiges Geweih überm Kamin wäre schon nicht schlecht. Gehen wir mal nach Hirschfelden und suchen uns den ein oder anderen Rothirsch. Bis gleich. So, ihr Lieben, legen wir los. Wir sind hier in Jonsdorf und da gucken wir jetzt gleich einfach mal, ob wir hier nicht noch den ein oder anderen Rothirsch finden. Wir sind relativ weit oben auf der Map und es geht hier ziemlich steil berghoch. Also ich werde jetzt nicht so den Berg, also den Berganstieg, den Berg werde ich jetzt nicht so hoch gehen. Ich glaube, ich gehe lieber unten am Berg entlang. Das passt auch ganz gut von der Witterung. Und dann suchen wir uns gleich mal den ein oder anderen Rothirsch. Beziehungsweise gucken erstmal, ob es die hier überhaupt gibt. Erstmal hier den Berg weiter runter. Und dann schön da unten. Naja, irgendwo hier in diesen Tannen, in den Nadelwäldern. Das wäre nicht so schlecht. Eine Spur habe ich leider noch nicht. Aha, okay. Vielleicht doch gleich. Gucken wir mal, was es ist. Das geht in die Richtung sehr gut. Schauen wir doch mal, was wir hier haben. Da hinten geht es aber auch noch weiter. Rothirsch. Oh mein Gott. War das Rothirsch? Das waren Rothirsche. Oh mein Gott. Da gehen Spuren weiter. Schlecht hier gerade vom Wind. Okay, ich versuche mal hier oben weiter lang zu laufen. Das ist schlecht vom Wind, damit ich ein bisschen mehr in die Kurve reinkomme. Was haben wir hier? Fuchs, okay, das ist noch interessant. Ich muss ein bisschen mehr den Wind ausweichen. Okay, ich laufe erstmal ein bisschen los. Bis gleich. Bahnhof Rothirsch. Alter. Alter, Stufe 7. 110 Meter. Irgendwas ist neben mir. Irgendwas hoppelt hier neben mir vorbei. Hau ab, ey. 110 Meter. Ich gehe auf 75 und aim ein bisschen höher. Ich schleiche mich noch ein bisschen dran. Oh,
Schwierig, schwierig, schwierig. Stufe 7. Ach du Schande, der nächste. Stufe 6. Nur Stufe 6. Oh mein Gott. Und noch kleine. Okay, ich muss den hier als erstes. Das ist der schwerste. Ruhig fressend, sehr schwer. Hier ist noch irgendwas neben mir. Schritte. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Okay, der hat noch nichts mitgekriegt. 75 Meter, bisschen höher aimen. Versucht die Wirbelsäule zu treffen. Oh, ich hoffe, der war so einigermaßen. Nummer 2. In die Lunge, Nummer 3. Nummer 4. Oh mein Gott, was geht hier ab? Wie nett die auch noch gucken, so unschuldig. Ob das an der Waffe liegt? Als ob die nicht schreckhaft davon abhauen. Und jetzt hauen sie ab. Eskalation wieder hier. Ich renne mich noch über den Haufen. Nicht noch einmal. Nicht noch einmal. Ich renne doch hier rum. Oh, wie gut. Jawohl. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also damit kriegt das Trophäenzimmer doch richtig gut gefüllt. Und um. Okay, nicht alles als Trophäen. Nicht alles als Trophäen ausbauen. Ein paar werden einfach mitgenommen, um ein bisschen Geld zu machen. Aber da sind mit Sicherheit ein paar schöne dabei, die man hervorragend dann auch noch an die Wand nageln kann. Ja, da ist er. Ach, 2. Schön in Richtung. Auf die Lunge immer. Och. Oder aufs Herz direkt am besten. Und da ist es, jawohl. Und da liegt noch eins. Ei, ei, ei. Na. Und nochmal Schritte.
Und noch eins. Was ist denn hier los? Das ist doch nicht normal. Ist doch nicht normal. Okay. Fangen wir an und zählen langsam mit. Da stimmt doch was nicht. Nicht das an dem Gewehr, da stimmt doch was nicht, warum zack umgekippt. Hören die es nicht krachen? Ich werde ja nicht mehr. Was ist denn los? Was ist denn los? Okay, das sind, ich würde sagen, zumindest mal ausreichend Tiere. Gucken wir mal hier so ein Büschel an. Da steht ja immer dran, wie viele Tiere es sein sollen. Okay, hier ist nicht. Haben wir hier irgendwo einen Spot? Das sind die Spuren. Auch nicht normal alt. Nee. Okay, fangen wir einfach mal an hier vorne mit dem ersten Kandidaten. Ach, wie... Oh mein Gott, sehr gut. Oh, sensationell. Oh. Was ein Brocken. Was ein Brocken. Okay. Trophäe bestätigen. Da ist er. Männlich. Fast 200 Kilo schwer. Fellart normal. Gar nicht verfolgt. Einfach direkt drauf. Ethisch so gerade noch korrekt. Okay. Silberwertung hat er. Ich sitze gerade genau davor. Silberwertung hat er. 1200 Silber. Und mit einem Schuss durch den Muskel in den Lungenflügel links. Sehr schön. Den stopfe ich allerdings aus. Den stopfe ich aus. Das will ich haben. Ausstopfen. Erledigt. Annehmen. So, da haben wir doch schon mal den ersten. Das ist ein ganz normales, das nehme ich einfach so mit. Auch ein normales. Rothirsch. Wobei ich brauche ja noch ein paar für die Wand, aber da gucke ich vielleicht noch ein bisschen auf besondere Fellarten, bevor ich die dann alle ausstopfe. Und dann gucken wir mal hier hinten jetzt. Da ist ja eins, genau, das war der hier, der war hier ganz hinten, der Level 7er. Tödlicher Treffer, sehr frisch und der ist dann doch noch ein paar Meter abgehauen. 180 bis 210 Kilo schwer, mächtig männlich. Was für ein Massaker. Aber jetzt, da liegt er schon. Da schimmert er schon durch. Oh, ich bin gespannt.
sieht ihn gar nicht richtig. Schade. Profil bestätigen. Uiuiui. Oh. Wahnsinn. Was ein Brocken. Sehr schwer. Stufe 7. 208 Kilo. Fast. Ja, 208,5. Silberwertung aber auch nur. Der Effizienzbonus, der hätte mir wahrscheinlich noch einen schönen Bonus gegeben. Also, ne? Vielleicht wäre es sogar in Richtung Gold noch gegangen. Wer weiß. Aus 104 Metern. Ja, bisschen daneben gezielt. Oder ein bisschen daneben getroffen. Zieht die so ein bisschen nach rechts? Das muss ich echt nochmal prüfen. Ich war da am Schießstand, hatte da auch irgendwie den Eindruck. Gucken wir mal. Ausstopfen auf jeden Fall. Jawohl. Annehmen, mitnehmen und jetzt zurück zu dem Massaker-Spot. Da liegen jetzt noch jede Menge andere herum. Wahnsinn, so ein Bedürfnisgebiet. Wahnsinn, ey. Echter Wahnsinn. So, und jetzt langsam mal hier durchschauen. Zum Glück waren die alle nicht weit auseinander. Das heißt, hier war jetzt gerade noch eins. Das war, glaube ich, sogar relativ zum Schluss noch. Weiblich. Normal. Ab in die Lunge mitnehmen. Hier liegt noch eins. Ach du. Und es geht noch weiter. Und es geht noch weiter. Ja. Okay. Nächstes mitnehmen. Im Idealfall lässt man natürlich noch welche übrig. Bronzewertung. Normales Fell, okay. Und einmal noch ins Herz geschossen. Das ist gut. Trophäenwertung 0, aber ansonsten alles gut. Muskel, beide Lungenflügel, Herz. Ja, sehr gut. Perfekt getroffen. Oh, was haben wir denn hier noch Schönes? Auch gut, Silberwertung. Oh ja, wie schön, sehr gut. Ausstopfen, mitnehmen. Sehr gut.
Bronzewerte mitnehmen. Mitnehmen, keine besondere Fellart. Also, Rothirsche satt. Rothirsche satt. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es noch irgendwo Tiere, die angeschossen waren, die jetzt noch weiter gerannt sind? Gibt es hier noch irgendwo Blutspuren? Das wäre natürlich ärgerlich, wenn man jetzt hier irgendwo noch ein Tier einfach irgendwo verendet rumliegen lässt. Das wollen wir ja dann auch wieder nicht. Aber ich glaube, das hier sieht soweit gut aus. Nichts weiter zu sehen an Blutspuren. Und eigentlich waren die auch in der Regel fast immer sofort tot oder sind kurz danach umgekippt. Gucken wir nochmal hier von den Spuren. Wahnsinn! Also ein Wahnsinnsspot, ein Wahnsinnsspot, absoluter Massaker-Hotspot. Hier unterhalb von dem Berg. Beeindruckend. Fürs Rothirschjagen. Richtig gut, richtig gut. So. Damit ab zu... Ah, Moment, genau, da, richtig. Genau, links hier waren doch noch welche. Richtig, die standen ja hier. Ach komm. Jetzt reicht's aber. Die beiden nehme ich noch mit hier. Guck mal, wie schön sie hier liegen. So. Genau. So. Und wie man sieht vom Hotspot, es sind gar nicht mehr ganz so viele Spuren. Aber ein paar leben noch, das heißt, der Spot bleibt noch bestehen. Puh. Nicht alles vernichtet. Nein, das macht man. Sehen wir uns gleich in der Trophy-Hütte wieder und gucken mal, wo wir die ganzen Trophäen schön zur Geltung bringen. Bis gleich. Ja, Leute, da sind wir wieder zurück hier in unserer Trophäenhalle, in unserer Trophäenhütte. Machen wir schon mal V, machen wir schon mal alles an. Wobei, ich überlege gerade. Vielleicht könnte man so einen Hirsch hier auch links und rechts platzieren. Oder hier links einen Hirsch. Und hier rechts, ja, ich weiß noch gar nicht, was da hinten in den Raum reinkommt. Gucken wir mal, Trophäe platzieren. Oh ja. Oh ja, Rothirsch. Alter. Rams. Man machen, ne? Sieht schon schick aus. Können wir sogar die Position ein bisschen ändern? Oh. Das sind so die ganzen verschiedenen Positionen und Drehungen. Bisschen geduckt. Hey, so geduckt. Ui, nee, sowas machen wir nicht. Oh, wie er sich aufbäumt. Ja, das ist schon fast so unnatürlich. Nee. Sowas ist. Nee. Für so ein heroisches Tier. Nicht solche Karnevalsposen. Kann ich die nochmal wegmachen? Trophäe entfernen. Nee. Ja, erstmal gesagt, wir wollen hier. Na, gucken wir mal.
Macht das einen Unterschied? Ach, genau. Hier sehe ich den Score. 700 noch was. Nehmen wir mal den. So. Machen wir mal den Modus wieder aus. Ja, Mann. Ja, so gehört sich das. So muss das. Jetzt gucken wir mal, ob wir da nicht noch eine andere Position für den Kopf finden. Aufrecht. Wäre schon... Ja, wäre noch ein bisschen edler. Andererseits von der Höhe her, der stößt ja schon fast oben an, ne? Ey, der guckt so weit raus. Also so ist schon ganz gut. Auch wenn er fast bis an die Decke stößt. Wahnsinn, ey. Schon gut. So ganz runter, links, rechts nicht. Kopf gedreht, nein. Das wäre ja wohl eine Schande, jetzt aber mal ehrlich. Nein, 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 nein. Das auf gar keinen Fall. Also, die zweite Position. Sensationell. So machen wir das. Fix. So. Schön den Rothirsch. Welches Tier steht mehr für Hirschfelden als der Rothirsch? Eigentlich kein anderes, oder? So. Platzieren. Was geht? Oh nee, oh nee, oh nee. Oh nee, hier gehen nur die Kleinen. Oder muss ich hier Rehe dran machen? Dann muss ich hier Rehe dran machen. Hm. Auch hier Position Nummer 2 ist einfach die vornehmste. Aber vielleicht kann ich den hier nochmal ändern. Den, das ist ja nur das normale Reh. Es passt aber auch nur das normale Reh hin. Oder ich mache hier... Ich hatte hier schon mal einen Kojoten geschossen. Soweit sind wir aber noch nicht. Das nehme ich natürlich extra auf. Oder ich mache hier einen Fuchs hin. Weil das Reh ist schon eigentlich schon passend. So. Ich glaube, so gefällt mir das erstmal. Ja, das ist schon gewaltig, ne? Ich glaube, so kann das erstmal bleiben. Rothirsch. Rothirsch. Oh mein Gott, wie gut. Rothirsch. Oh mein Gott, wie gut. Hier kommen nur Rothirsche ran. Zack. Zack. Das war der, das war vom letzten Mal der Dammhirsch. Zack. Zack. So machen wir das. Oh mein Gott. Das wird das Geweihzimmer hier. Oh, wie gut. So, ihr Lieben. Genug rumgepost. Wenn wir demnächst nochmal in Hirschfelden unterwegs sind, würde ich sagen, Rothirsch ist mehr oder weniger abgehakt. Wenn ich nochmal einen finde, nehme ich ihn natürlich gerne mit. Aber ich glaube, als nächstes sollten wir vielleicht mal auf den kleinen Fuchs gehen. Fuchs und Reh. So ein kleiner Rehbock wäre auch noch interessant. Der Rehbock, der passt doch bestimmt an die kleinen. An die kleinen Schilder. So machen wir das. Also, beim nächsten Mal geht's weiter in Hirschfelden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch den Daumen nach oben da. Oder abonniere direkt den Kanal. Das hilft natürlich auch, den Kanal zum Wachsen zu bringen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.